Jedes Frühjahr muss die Dimmelsjoch-Hochalpenstraße, welche das Ötztal und das Südtiroler Passaiertal verbindet, von Schnee und Eis befreit werden, um für den Sommer befahrbar zu sein. Dies ist heuer aufgrund der Schneelage etwas leichter gefallen und so sieht man in Obergurgl, Hochgurgl voller Zuversicht in Richtung Eröffnung des Passüberganges für den kommenden Sommer. Es schaut sehr gut aus mit der Dimmelsjoch-Hochalpenstraße. Wir hatten ja im Winter nicht so viel Schnee, also wir konnten die Räumung relativ zügig durchführen. Was uns jetzt ein bisschen fuchst, ist schon die Rinnen, die Schneesituation in den Rinnen, ja, die schon noch einiges an Gefahrenpotenzial hat. Und das hindert uns auch dran, über Pfingsten aufzusperren. Also die Eröffnung wird eher nach Pfingsten stattfinden. Also unser Ziel ist der 20. Mai. Als Attraktion entlang der Strecke zählt der heuer eröffnete Top Mountain Cross Point, welcher unter anderem die Mautstation der Dimmelsjochstraße und das Top Mountain Motorcycle Museum beherbergt. Auf der Dimmelsjoch-Hochalpenstraße gibt es sehr, sehr viel Neues. Ja. Ich sage jetzt einmal den Top Mountain Cross Point. Das ist also dieses multifunktionale Gebäude, das wir also letzten Sommer hier geschaffen haben. Mit Restaurant, mit einer neuen 10er Kabinenbahn, mit der Mautstelle, die hier integriert ist. Die Mautstelle eben der Dimmelsjoch-Hochalpenstraße und dem Motorradmuseum. Ja. Top Mountain Motorcycle Museum heißt das Ganze. Ist ja schon im April eröffnet worden und es wird dann auch für die drüberfahrenden eben ab Eröffnung der Dimmelsjochstraße zu besuchen sein. Wir haben über 200 Motorräder zusammengesammelt, ja, aus allen Epochen. Ich sage es ab, der älteste von 1904, ja, so bis 1980. Es soll ja doch ein Museum bleiben. Ja. Und, aber wir wollen uns nicht nur auf Motorräder beschränken, sondern es gibt eben auch ein paar Autos, weil ja auch sehr viele Autos über die Dimmelsjochstraße fahren und für die wollen wir auch eine Attraktivität haben. Im Allgemeinen aus allen Ländern kommen die Motorräder und alle Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts werden eben hier gezeigt. Also die Motorradfahrer an und für sich sind für die Dimmelsjochstraße schon, sage ich jetzt einmal, sehr wichtig. Ja. Also es fahren ja sehr viele drüber und da wollte man für die Motorradfahrer eben eine zusätzliche Attraktion zu unserem Erlebnisstraßenkonzept schaffen. Es ist also eine Weiterführung des Erlebnisstraßenkonzepts und es ist natürlich ein gewisses Eigeninteresse und Hobby auch dabei. Ja. Und es ist auch also dann diese Passion, die man haben muss, um ein Museum aufzumachen. Ja. Die Hochalpenstraße Richtung Süden gilt als der höchstgelegene Passübergang in den Ostalpen. Und die Fahrt auf das über 2500 Meter hohe Dimmelsjoch hat seinen besonderen Reiz. Die Dimmelsjochstraße, der Reiz ist, sage ich jetzt mal, einen anderen Weg vom Norden in den Süden oder umgekehrt zu bestreiten. Das ist so diese Achse Stuttgart-München zu den Dolomiten-Gardasee. Ja, und das, sage ich jetzt mal, mit relativ kurvenreich, ja, sehr nah an den Gletschern. Ja. Bei uns herum im Norden ist es eher noch etwas kälter. Unten hier, von hier 40 Kilometer, da wächst schon der Wein. Also das ist schon ein besonderer Reiz, die Straße zu benutzen.